Willkommen zu einer neuen Folge von Wir sind hier in der mystischen Welt von Nox. Und es geht hier rein. Wir wollen ja wissen, was hier in Schloss Galava los ist. Und Moment. Ja, okay, es war bloß ein kleiner Ladefehler. Muss mich mal kurz wieder dran erinnern. So, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, ist ein bisschen Zeit dazwischen gekommen. Man merkt es zwar nicht, aber ein bisschen Zeit kommt immer dazwischen. Jo, was geht? Okay, da will mir also nichts sagen. Ein Apfelhändler. Die Magier sind hier jederzeit willkommen. Habt ihr einen bestimmten Wunsch? Nope. Umhang robust. Umhang der Drachenklaue. Exzellent. Cool. Was habe ich denn alles so im Inventar, was weg kann? Magierhut schwach. Verkaufen wir mal den Magierhut schwach. Was macht denn eigentlich hier dieses Drachenklaue-Ding? Gleich mal ausprobieren. Und das war er nicht. Das. Flammenschutzstufe 2. Super. Was haben wir hier? Heilung 1. Flammenschutzstufe 1. Was haben wir hier? Das war Heilung. Das war Schutz vor Gift Stufe 2. Geschmackvolle Beinkleider. Ne, okay. Heilung Stufe 1. Heilung Stufe 1. Na gut, dann nehmen wir mal den... ach nee, ich muss den Umhang tauschen. Shit. Schutz vor Gift und Heilung. Na, nee, okay, gut. Na, gehen wir mal lieber bei dem wieder. Und schauen uns diesen Händler hier an. Wie mit einem Apfel? Frisch geschmuggelt aus den Obstgärten von Dünmir. Oh, Apfel. Ja, da fällt nicht weit vom Pferd. Donnerkeilregenstab der Aufladung. Oh, sehr schön. Blitzstab der Anreicherung. Was ist denn bitte ein Stab der Anreicherung? Boah, vor allem wie wir über 14.000. So viel hab ich noch nicht mal. Scheiße. Ständige Aufladung. Oh. Mit diesem Stab können Magier und nur Magier mächtige Blitze erzeugen. Magier und nur Magier. Das ist so genial. Aufladbar. Und der hat eine ständige Aufladung. Alter, geil. Kein Wunder, dass der so extrem gut ist. Ich glaube, den werde ich fast schon mal mit reinnehmen. Da habe ich dann übelst Laune beim Rumzaubern hier. Ja, man kann nämlich sich auch Getränke anschaffen, ne? Das nennt man dann Rumzaubern. Hier, das. Ach, der will nicht mit mir reden. Schade. Hier auch nicht. Mal schauen, wie es dem Mann hier geht. Willkommen in der Kirche des Heiligen. Des Heiligen. Ich habe jetzt immer, weil ich hier nicht unten in die Leiste geguckt. Wie? So, immer schön das Mausbett reinhalten. Gibt's denn hier niemand mehr mit. Ah, den. Moment. Ah, jetzt. Die Oger kommen, um uns zu vernichten. Oh mein Gott. Viele Menschen haben Galava bereits den Rücken gekehrt. Wenn du klug bist, verschwindest du auch. Nope. Chuck Tester. Genau, mit dem Typen. Ach, ich wollte mit dem reden, aber der will nicht. Was ist mit diesem Verriegelung? Mit dieser Verriegelung. Wir sind im Laden der strahlenden Schwerter. Wie kann ich euch helfen? Indem ich mir erstmal angucke, was du so hast. Also. Donnerkeilstab der Aufladung. Okay. Dann hat der noch einen normalen Blitzstab. Noch einen Blitzstab. Einen Feuerballstab. Apropos. Was ist das eigentlich? Ah, genau. Der kann zum Beispiel weg. So. Ach, 39 bloß. Stab robust. Okay. Stab der Kollision. Mächtig. Ja, da können wir am besten diesen Stab hier weghauen. Drachenhaut robust. Ja, also ich habe ja am besten immer noch was. Und Funkenschutz. Ich habe ja wie gesagt immer noch ein bisschen Wechselware dabei. Damit ich im Notfall noch. Naja, was zum Anziehen, ja? Weiß irgendwie was genässt, oder? Stets zu Diensten. Was darf ich für euch tun, werter Magier? Ja, jetzt gucken wir uns erstmal alles durch. Flammenschutz, Stufe 1. Flammenschutz, Stufe 2. Hast, Stufe 1. Wert der Rüstung normal. Flammenschutz, Stufe 3. Wow. Heilung, Stufe 1. Nichts weiter. Der einzige Rüstung, die einem Magier erlaubt, ist, viele Roben sind magisch und bieten dadurch Schutz. Ja, okay. Ja, Flammenschutz, ne? Ich. Dummerweise ist. Was ist denn mit meiner Stimme los?
Es geht, als wäre ich in der Wüste und hätte haufenweise Sand im Moor. Ist ja schlimm. So. Okay. Ja, also wenn, ich weiß mal, ich habe nicht so wirklich viel für Flammenschutz übrig, komischerweise. Wie kann ich euch helfen? Oh ja, super, kann mir wirklich helfen, und zwar mit Gegenstand der Cerberus Mauer, nicht zwingend, Schutz vor Feuer, nope, magischer Spiegel, cool, und Zauberspruch Schock. Aha, mal gucken, was wir eigentlich selber so an Dingern haben. Haben zum Beispiel... Oh. Hallo? Das will nicht, schade. Aber okay. Ah, das war Schock. Das war also nicht das, was wir brauchten. Schönen guten Tag. Ich werde jetzt deswegen doch... Eigentlich will ich das schon. Zauberspruch Schock. Magischer Spiegel. Na gut, kaufen wir uns den magischen Spiegel. Ich will unbedingt wissen, was das ist. Beschwört einen magischen Spiegel, der für kurze Zeit alle Sprüche, die gegen dich gerichtet sind, reflektiert. Du musst dabei stillstehen und deinen Widersacher ansehen. Okay. Wow. So. Das dürfte normal sein. Ja. Wo ist denn jetzt dieser magische Spiegel? Hier, geh. Wow. Aha. Piu, 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 piu. Sieht wirklich schön aus. Das ist hell und das ist das Dunkle. Cool. Ja, soviel zum Thema. Haben wir wieder ein bisschen Geld verschwendet. Schutz vor Feuer braucht man nicht. Schock eigentlich auch nicht. Mauer auch nicht. Im Grunde genommen braucht man die ganzen Zauber, die der hat, gar nicht. Was nicht sehr schade ist, weil... Willkommen im Maximilian. Im Moment gehen die Geschäfte ziemlich schlecht, seit sich diese... Ja, du hast natürlich auch... Ne, Moment, finde das Herz von Nox im Turm von Galava, klar. Will ich ja auch natürlich so schnell wie möglich machen, aber irgendwie... Na gut. Also wer hatte noch so ganz viele Sachen? Ich glaube, der war das. Hauptballer. Willkommen im Laden der strahlenden Schwerter. Nee. Wie kann ich euch helfen? Das waren, glaube ich, 29.000, wie das Ding gekostet hat. Aber ich denke mal, so viel Gold habe ich nicht. Dummerweise. Ich hoffe, ihr braucht meine Dienste nicht. Nee, das habe ich natürlich auch nicht. Ich habe das Gefühl, hier war mal irgendwo noch ein Magierlehrer. Aber ich weiß nicht mehr, wo ganz wo der war. Hey. Was macht denn eine ungeöffnete Truhe hier? Na gut. Lassen wir das und gehen weiter, weil irgendwie können wir ja nichts kaufen. Also, können schon, aber brauchen nichts. Wow. 5. Jetzt. Okay. Weiter. Ah, ich hätte eventuell mal auch auf die Uhr gucken können, wenn es angefangen hat. Aha, gut. Ich brauche ungefähr eine ganz schöne schnell. Zeit. Meister Horvath erwartet euch im obersten Stockwerk des Turms. In seiner Kammer gibt es einen Teleporter, der euch nach oben bringt. Oh, okay. So, aber zuerst. Äpfel. Aha, ganz normaler Apfel. Nichts Besonderes. Nö, anscheinend wirklich nicht. Es sei denn... Nope, hier ist... Oh, kann man nirgendwo dran ziehen. Ah, und was ich noch vergessen habe zu aktivieren... Haha, die Karte. Das nehmen wir immer ganz schön. Was steht denn hier dran? Klassenarbeit. Immer noch zerstört. Wie heißt's? Verschlossen. Zerstört ist es ja nicht. Noch nicht zumindest. Ich bin ja noch nicht fertig damit. Ah, der Mechanismus ist blockiert. Wie schade. Hey, dem geht's ja wieder gut. Ich fürchte, Louis hat den Verstand verloren. Ich habe seine Werkstatt übernommen, seit er durch die Gänge hüpft und mit seinem... Leider. Oh, genau. Mit diesem Mann wollen wir reden. Willkommen in meinem bescheidenen Andenkenladen. Kann ich euch helfen? Oh, schon wieder. Was haben wir hier? Ja, Schutzstufe 2. Wo brauchen wir den? Heilungsstufe 2. Genau, den brauchen wir. Weil ich glaube... Heilungsstufe 1. Genau.
Da werden wir uns, nehmen wir mal das hier zulegen. Ja. Und das haben wir hier, Zauberspruch, Mana-Entzug. Aha, ist ziemlich nett, aber... Moment, können wir gleich mal wieder aktivieren hier. So, Mana-Entzug. Bla bla bla, übertragen die Zauber... Ah, es wäre schön, wenn man hier wenigstens noch was sehen würde. Aber ich glaube, Mana-Entzug habe ich schon irgendwo. Wo ist denn hier mal Mana-Entzug? Mana-Entzug, hier. Yeah. Schade, man kann leider nicht draufdrücken. Okay, also wie gesagt, wir haben... Wo ist denn dieser komische Helm? Genau. Heilung exzellent. Wundervoll. Und gegen was haben wir den jetzt eigentlich ausgetauscht? Wundheilung robust. Okay. Ja, gut. Da können wir ja eigentlich die Heilungsstufe 1 wegmachen. Können wir eine andere Robe anlegen. Zum Beispiel die Drachenhaut. Exzellent. Ja, genau. Gibt's denn noch Drachenhauthelm, Funkenschutzhelm? Was haben wir hier für einen Helm? Wundheilungshelm, der kann auf alle Fälle weg. Willkommen in meinem bescheidenen Andenkenladen. Kann ich euch helfen? Ja, der kann weg. Wird nämlich nichts Schlechtes reingetan. Drachenhaut. Stufe 1, Stufe 1. Hält sich also noch in Grenzen. Stufe 1, Stufe 1, ist also auch noch okay. Schutz vor Gift, Stufe 2, Heilung, Stufe 1, okay. Ja, das dürfte dann erstmal gewesen sein. Es sei denn, wir wollen hier erstmal noch was reparieren. So. Yep. Und das natürlich auch. Dann nochmal, die Stiefel, da hast du, da gibt's natürlich auch. Boah, Alter. Nee, die tun wir erst reparieren, wenn wir sie brauchen. Und wir brauchen sie ja noch, ne? Von daher ist es ja noch ziemlich uninteressant. Was geht denn hier nicht weiter? Und kann man mit dem hier reden? Nope, will nicht. Okay, gehen wir mal in Horvaths Räumelein. Mit dem kleinen Teleporter. Alles ist hier gefüllt, ist das herrlich. Aber wir brauchen jetzt die ganzen Tränke nicht. So, schade. Na gut. Ich danke den Sternen, ihr habt es geschafft, Magier. Das ging ja einfach. Helkobat-Scherben sind überall. Ihr müsst das Herz von Nox von ihr fortbringen. Okay. Hallo. Hallo. Oh, was ist denn hier auf immer... Na gut, okay. Also wir haben jetzt das Herz von Nox. Auf das Pentagramm, rasch. Es teleportiert euch zum Tempel von X. Okay. Tempel von X, der war wohl nix. Oh, wieso will denn das nicht? Normalerweise geht das doch immer. Oh, es ist nervend. Oh, echt nervend. Na gut, ich hoffe, das geht jetzt demnächst irgendwie weg. Moment, vielleicht geht's damit.